Ja, Brad, gut gemacht. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Ha, habt ihr gesehen? Ha, ist das eine Kamera? Ja, ist eine Kamera, Bradman. Okay.僕は15歳の時、自分の道を決めました。僕は夢を叶えるためにこの表を作りました。これが僕の目標でした。可動域、奥行きをイメージ。仲間を思いやる心、感謝、これが僕の目標です。あなたの目標は何ですか？Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu MLB Sie Show 22 und mein Kommentator, mein englischsprachiger amerikanischer Kommentator hat mir gerade schon wieder mein Ohrchen gleich ein bisschen geflüstert. Frisch heute am 5.04.2022 erschienen. Das Ganze läuft hier, wie ich es auch gerade gesehen habe, über PlayStation Studios und war aber auch, glaube ich, schon wie letztes Jahr ein Teil des Game Pass gewesen. Das war sogar so ein Spiel gewesen, wo man sich ein bisschen gewundert hat, warum das eigentlich überhaupt in den Game Pass bekommen, weil es doch eigentlich doch ziemlich exklusiv für die Sony-Konsolen ist. Aber nun ist es auch wieder der nächste Ableger, weil The Show war letztes Jahr der allererste Teil gewesen mit The Show 21 und jetzt haben wir hier den nächsten Teil. Ich glaube aber, die Befürchtung werden gegeben sein zu sagen, dass wir leider Gottes hier keine deutschsprachige Version haben, zumindest nicht was die Untertitel anbelangt. Kommentatoren und sowas, davon spreche ich gar nicht, aber vielleicht eine Menüführung, die auf Deutsch sein könnte, das könnten wir wahrscheinlich wieder einmal vergessen. Das ist aber auch schon so ein Unding, was seit 10, 15 Jahren so gemacht wird, dass doch bei eher Spartenspielen, die dann sehr aus Amerika kommen, wie NFL, NHL, komischerweise nicht, aber NFL ist es dann auch schon eher so gegeben oder auch hier irgendwelche Baseballspiele, NASCAR, viele Sachen immer auf Englisch sind, deshalb versuche ich mit euch jetzt so einigermaßen uns da durchzufuchsen und so einigermaßen euch zu zeigen, was erwartet euch denn zum einen hier mit MLB The Show 22 und für wen ist das Ganze denn? Ich glaube, vorab kann man auch echt sagen, das Ganze ist eher für Leute und da können wir uns jetzt mal hier erstmal reinfuchsen. Wir fangen nämlich mal an, hier ganz easy, Beginner, Dynamic Difficult, ja. Ich denke mal, die Schwierigkeit erhöht sich automatisch, je nachdem, wie gut wir wären. Ja. So, wir sind jetzt hier im Hauptmenü und ihr seht schon, was ist das denn? Das ist das Hauptmenü? Ja. Anscheinend, das ist das Hauptmenü. Ist für mich ein bisschen sehr unübersichtlich, das Ganze. Und das macht es natürlich umso schwieriger, wenn man natürlich der englischen Sprache nicht ganz so mächtig ist. Und bei mir ist es halt auch leider Gottes wirklich nur das Schulenglisch. Wir gehen aber einfach mal oben hier auf Settings und können uns ja mal angucken, ob wir denn vielleicht irgendwas hier noch einstellen können. Ich denke leider Gottes mal eher nicht, dass ihr jetzt irgendwelche anderen Sprachen einstellen könnt. Das ist hier rein auf Englisch. Also es gibt auch keine anderen Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Französisch und so weiter. Und so fort. Wir versuchen uns trotzdem hier ein bisschen durchzufummeln. Wir haben hier noch, was neu sein wird, ist Create. Bei Create könnten wir uns gleich mal umgucken. Wir können Stadium Creator machen, wir können Roster Control machen. Was ist denn Stadium Creator? So, das Tutorial. Welcome to the Improvement Stadium. Das Problem ist für mich eigentlich immer so ein bisschen to continue oder to
des Able or Tutorials. Das machen wir nämlich jetzt auch mal, weil ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, dann noch ein bisschen verwirrter, wenn die mir versucht noch zu erklären, wie ich das Ganze hier erstellen kann. Das Schöne ist, also wir können das Ganze hier wirklich erstellen. Wir haben hier ringsherum einfach gar nichts. Ich werde jetzt hier kein Stadion erstellen, keine Sorge, aber uns das einfach mal angucken. Wir können hier überall frei uns bewegen und könnten jetzt zum Beispiel hier an die Band rangehen und könnten uns die Form der Band zum Beispiel aussuchen. Flipwalls, da können wir noch das Material changen. Wir können aber auch das so hier machen. Das ist anscheinend relativ egal. Ich weiß mal gar nicht, wie das Reglement morgen hier ist. Wie, wo, was sein muss. Dann könnten wir anfangen zum Beispiel. Was können wir hier noch nehmen? Hier haben wir auch noch eine Bande. Das können wir uns mal hier von außen angucken. Das sieht das Ganze jetzt von da aus. Und das könnten wir frei bewegen. Das sind eigentlich auf alle Fälle für welche, die sich sowieso mit den Spartensport Baseball auskennen. Obwohl ich sagen muss, Baseball ist echt eine mega schöne Sache. Damals als Kindern hatte damals ein alter Schulkamerad Baseballschläger und Handschuhe gehabt. Und ich finde es auch generell immer faszinierend so zu sehen, wie die Pitcher war es, glaube ich, war werfen, aber halt auch mitunter gefangen wird mit diesen coolen Handschuhen. Das finde ich immer echt stark. Die Regeln kann ich persönlich nicht so. Das sind aber so Sachen, da kommt man sowieso irgendwann rein. Von daher ist es nicht so eine altschwierige Sache. Aber so ein eigenes Stadion erstellen, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und auch bei Create ist noch Folgendes möglich. Roster Control, da können wir unseren eigenen Spieler auch erstellen. Und das kann man einfach machen, das ist der Joe, Last Name, Random, passt, First Name, Audio ist Joe. Da habt ihr also auch Möglichkeiten, ein Audio euch hier anzuhören, beziehungsweise ihnen einen Audionamen zu geben, zum Beispiel. Ah, die Letter sind das, okay. Johnny. Also, da sind ein paar Namen dabei. Geht nicht davon aus, dass unbedingt. Aber guck mal, auch Mohammed. Mohammed. Aber geht nicht davon aus, dass vielleicht ein. Boah, keine Ahnung, ein Harald dabei ist. Aber vielleicht, mein Name ist ja zum Beispiel Steffen. Vielleicht haben wir irgendwas in der Art, was wie Steffen ist. Das wäre schon ein bisschen sehr lustig, dass gerade. Nee. Dass gerade ein Art Steffen oder Steven dabei ist. Aber Steven müsste. Ja, okay. Steven. Das könnte man sich geben. Steven könnte man sich geben. Also hier könnt ihr auch den Namen eingeben. Alter natürlich, ihr kennt das ja so ein bisschen. Die Nummer 100 und so weiter und so fort. Die Position, was natürlich wieder so eine Sache ist. Was ist SP? Das weiß ich leider nicht. Die Art und Weise zum Beispiel, mit welcher Hand geworfen wird. Ob mit der rechten Hand, hat er den Handschuh in der linken Hand. Oder aber auch mit der linken Hand wird geworfen, hat er natürlich den Handschuh in der rechten Hand. Das gleiche aber auch von der Schlagart her. Ist er eher Rechtshänder oder doch eher Linkshänder? Woher kommt er? Westen, Central. Und dann könnt ihr natürlich die Staaten hier dazu eingeben. Ihr könnt natürlich auch international eingeben. Dass sich verschiedene Länder hat, wie Germany. Also das ist alles gegeben. Physical Appearance, da könnt ihr natürlich auch den ganzen Körper hier noch ein bisschen erstellen. Ihr könnt den Hautton euch hier geben. Die Höhe. Jetzt würde mich mal wieder interessieren, vielleicht sind ja welche pfiffig dabei. Wie viel Inch sind denn 1 Zentimeter? Das würde mich mal interessieren. Ein schönes, was auch cool gemacht ist, was mir jetzt mal aufgefallen ist. Guck mal, da ist ja vorab schon diese 210 Kilogramm. Können wir einfach mal hier richtig schön hoch machen. Der ist natürlich dann irgendwann richtig proppig, wa? Das finde ich ganz cool gemacht. Guck mal, dann ist er groß, aber auch breit. Und wenn ihr das immer kleiner macht, dann geht der irgendwann voll auseinander. Das ist aber lustig gemacht. Finde ich gar nicht schlecht. Das haben die wenigsten Spiele, die es dann so übernehmen. Die sind schon fast Body-Mass-Index, Größe und Gewicht. Body-Shape. Da könnt ihr dann anscheinend, ja, Husky mit ein bisschen mehr Bauch oder Normal. Neck-Size, ein bisschen breiter, länger, schmaler. Oder auch ganz normal. Shoulder and Collarbones. Po ist auch sehr wichtig. Tights. Also ich mache jetzt hier alles mal groß. Das ist also im Endeffekt alles möglich. Dann könnt ihr aber auch noch währenddessen entscheiden zu den Kopf. Da könnt ihr natürlich zum einen die. Genau. Die automatischen Gesichter schon einstellen und daraus dann, ja, ein bisschen eure Sachen hier formen, wo ihr jetzt sagt, was ist das hier? Forehead Wrinkles. Das ist der Mund, die sieht ja keinen großen Unterschied. Head Size.
Aber ihr wisst Bescheid, das kennt man sowieso aus den meisten Sportfilmen, wo ihr irgendwas erstellen könnt. Was ihr gucken könnt, ist natürlich mal hierher, was ihr eine Frisur hier habt. Ist für manche auch so ein bisschen interessant. Ihr habt natürlich hier, ja, schon ein bisschen Militär-Army-mäßig. Also alles so Fade bis Flat rüber hier. Dann haben wir Fade Around, also eigentlich was Schlichtes, was ich aber auch sehr cool finde. Also ich feiere die Frisuren echt. Ihr habt aber Shorts Slick Back, also gegelte Haare nach hinten. Ihr habt eigentlich nur insgesamt hier 12 Frisuren, das war es auch gewesen, aber ich glaube, da findet jeder so ein bisschen, was man sowieso ein Helm drauf ist, denn geht's auch ein wenig. Die Haarfarbe könnt ihr wählen, Sideburn Style, da könnt ihr auch die Koteletten machen, auch nicht schlecht, schön lang wie Elvis, long skinny, curvy, ah, shit. Was haben wir hier? Da könnt ihr jetzt den Bart erstellen, da habt ihr aber auch nur 12, finde ich ein bisschen wenig. Also für jeden, der jetzt sowas wie ein Vollbart haben. Ach, oh, Verzeihung. Ich sehe da oben erst, es wird bei den Haaren auch so sein. Ihr habt noch verschiedene Arten von Längen höchstwahrscheinlich oder Stils. Also ihr könnt natürlich auch hier lange nehmen. Okay, das ist natürlich sehr schön. Das ist auch alles möglich. Also dementsprechend muss ich mich mal kurz mal revidieren. Habt ihr wahrscheinlich genau. Ihr habt das auch. Da könnt ihr auch natürlich schön lange Haare nehmen. Hab jetzt ehrlich gesagt wirklich nur so ein bisschen geguckt wegen den kurzen Haaren, weil ich eher Kurzhaarträger bin. Aber ja, die sehen auf alle Fälle nett aus. Also ihr seht schon, Möglichkeiten sind alle. Musik, Walk-Up-Musik könnt ihr eingeben, ob 1, 2 oder 3 und alles mögliche. Das sind Sachen, die können wir uns aber jetzt einfach mal in einem kleinen, feinen, schnellen Spiel angucken. Wie gesagt, ich habe von dem Spiel nicht allzu viel Ahnung. Ich hoffe mal, Soteria kann mir ein wenig helfen. So, wir haben natürlich jetzt hier Game-Modes, aber wenn wir weiter runtergehen, haben wir Quick-Play. Challenge of the Week, Moments, Home Run, Derby, Play Now, Exhibition, Exhibition Love, Live Roasters, Online Rated, Retro Mode, Other Game Mode haben wir, Postseason haben wir dann auch irgendwie, Learn to Play, Custom Practice, das nehmen wir uns mal, wir, ja, die Mannschaften sind jetzt eigentlich relativ egal, nehmen wir einfach mal, Stadium ist auch egal, klar soll es schon sein, Enter Practice Mode, okay. Und vielleicht wird uns da ein bisschen was gezeigt, wie das Ganze hier funktioniert. Und wir können uns einfach mal ein kleines Bild darauf machen, wie ist denn eigentlich die Grafik dieses Spiels. Aber das kann man natürlich auch am schnellen Spiel machen. Hier sind wir wirklich erstmal nur beim Trainieren. So, Directional Hitting, also das eigentliche Schlagen, denke ich mal. To influence a hit. Hold the L-Stick in any direction during your swing. Also haltet den linken Stick in irgendeiner Richtung, okay. Das heißt, wir können auch so. Ah, okay. So, dann können wir wählen zwischen Normal Swing. Wir müssen natürlich auch den Zeitpunkt richtig abschätzen. Für A, Contact Swing. Für B, ich glaube, da drückt er seinen Schläger nur so ein bisschen in die Flugbahn des Balls rein, dass er wenigstens getroffen wird. Das kann manchmal nämlich auch die Leute ringsherum alle überraschen. Er könnte vielleicht bis zur ersten Base schon rennen. Und Power Swing. Gut, wir probieren es da. Mit A. Den haben wir gut getroffen. Und hier kann man nämlich nur richtig nehmen. Ob recht. Oh, den haben wir nicht getroffen. So. Gut, der war nicht gut. So. Ich bin bereit. Komm. Oh! Home Run! Oh, nee, war. Schade. Dann machen wir ein bisschen die Richtung. Ah, schade. Ich komme aber auch schon angeflogen. Kannst du ein bisschen sanfter machen? Ich bin neu. Ah, okay. Boah, der war mal auf mich geworfen. Oh, der war mal fast auf mich geworfen, ey. Alter Falter. Oh, fast. Ey, ich muss auch echt sagen, der war mal sehr weit weg. Der zählt aber nicht, wa? Ich muss aber auch echt sagen, es ist echt schwer, den Ball hier irgendwann zu treffen. Also, ich habe schon ein paar kleine Cuts reingemacht, so ist es nicht. Ey, das ist ja wirklich aber auch schwer gemacht, ey. So, muss ich jetzt hier irgendwie abschätzen, was der vorher macht? Warte. Ah, okay. Ah, vielleicht auch nicht zu früh. Oh, ah, okay. Oh, wow, das ist aber wirklich schwer. Wir müssen uns schon ein bisschen den Ball angucken. Ja. Oh. Oh, fast. Okay, gut. Oh ja! Ey, ist aber echt schwer. Also ich finde es schon ein bisschen krass. Ganz kurze Pause mal. Auch jetzt
Aspekt dazu halt mal zu gucken, okay, das Spiel zeigt uns da so ein bisschen auf, was ist eigentlich die eigentliche Sportart, aber auch jetzt hier im Spiel zu überlegen, wir haben ja wirklich nur 3 Versuche, den Ball zu treffen und die bleiben eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Möglichkeiten hier zu wählen. Guck mal, ihr könnt ja hier das gesamte Dreieck hier auswählen, einmal in der Mitte, oben, Seite und all die möglichen Sachen und die müsst ihr halt perfekt treffen, wenn er zu weit, ja gut, der war sowieso zu weit weg gewesen. Aber das ist die Sachen, das ist heftig. So, wir probieren jetzt mal X mit Fastball. Ah, Y, nee, Y können wir einfach nur halten. Guck mal hier, so. Da müssen wir aber auch ein bisschen treffen. Aber der ist auch, glaube ich, der zählt immer nicht. Können wir so machen. Und dann könnten wir jetzt rennen. Der Kontakt ist gegeben. Aber wir haben mit X jetzt noch die Möglichkeit, einen Fastball zu machen. Mal gucken, ob ich irgendwann mal hier einen Ball treffen sollte. Oh, ja. Da hat man sofort gesehen, der kommt ein bisschen mittiger. Okay, gut. Practice Type. Wir gehen jetzt mal zum Pitching. Ja. Start Practicing. Weil jetzt werfen... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ganz viel vergessen. So. Eigentlich fast das Gleiche. To aim the pitch, move the L-Stick to your desired location. Okay. So. Da haben wir hier ungefähr den Punkt. Das ist das Viereck. Hier wäre zum Beispiel draußen. Da kann man einfach mal werfen, was dann passiert. So, naja gut. Leider wird nichts gesagt, dass es halt falsch war. Und jetzt sehen wir aber mal kurz nochmal, was haben wir hier genau. Wir haben Four-Seam Fastball. Der ist dann bis zu 97 km/h. Wir haben einen Slider. Den probieren wir jetzt mal aus. Ja, für die Anfänger, für Amateure. Ihr müsst einfach nur eine Taste drücken. Klar, es kann natürlich immer sein, dass er dadurch nicht ganz überraschend kommt. Und vielleicht nicht immer ganz so schnell, weil Fastball reicht man vielleicht nicht immer die volle Geschwindigkeit. Immerhin aber 95 km/h. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch alles ein bisschen schwerer machen. Da werdet ihr dann einfach das Ganze mit dem Stick machen. So, dann haben wir aber noch 4 Dinge. Das können wir uns auch angucken. Ja, einfach Start Practicing. So, da sind wir. Gut, Zero to Ball Display the optimal path to catch the ball. You will notice your controller vibration when you are not on the optimal path. Also, Controller gibt uns Bescheid, wenn wir nicht genau passend in der Flugbahn sind vom Ball, um diesen zu fangen. Ja, dachte ich mir schon fast. So. Wirft alleine? Ach, er wirft erstmal alleine. Muss ich sonst irgendwas machen? Ich muss eigentlich, glaube ich, nur da hinrennen. Ja, komm, hinrennen! Ja, ja, ja. Ah, du bist out. Out bist du. Ja, komm, renn, 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 Buschi, renn, renn, renn. Und da können wir vorher schon festlegen, wo wir hinwerfen sollen, okay? Entweder er gibt uns schon so ein bisschen den Tipp. Ich glaube, der gibt uns so ein bisschen den Tipp. So, Base for Play. The Base for Play Icon Soccer is the best ruling. Dass ich, ah, siehst du, was ich schon gesagt habe? Ah, ah, scheiße. Nein, nein, nein. Brentley, Brentley, renn den Ball hinterher, Brentley. Der Ball. X, X, nein. Nein, 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 der falsche. Da. Zack. Ach, egal. Ja, ja, ja. Karl. Da haben wir. Oh, der war aber sehr hoch gewesen, wa? Viele Sachen kriegt man natürlich auch erst mit. Können wir eigentlich bis dort hinten hinwerfen? Alter Falter, hat der einen Wurf drauf. Man kann natürlich auch einen Zwischenwurf machen, dass man jetzt hier sagt, okay, komm, wir machen mal hier einen kleinen Zwischenwurf. Oh, nee, das ist ein Home Run. Ja, freut euch, ihr habt am Ball. Ich finde es immer erstaunlich, dass die Leute dann auch wirklich so wagemutig sind. Aber natürlich, du bist dort und dann gehörst du schon mehr zum Team dazu, als halt wirklich dann in diesen Ball reinwirfst, um den Ball noch zu fangen, also als Zuschauer. Gut, ja, es ist natürlich in der einfachsten Stufe... Alles kein so großes Ding. Aber jetzt muss ich sagen, das Schlagen, weil das Schlagen ist und bleibt immer noch richtig schwierig. Aber das Werfen, gut, muss halt ein bisschen Glück haben. Oh, schöner Home Run wieder. Richtig schöner Fastball, aber so richtig schön weit außen. Oh.
Schade, schade, dass das nicht eintragen, weil ich glaube, der zählt zum Beispiel nicht. Also der war zu weit draußen gewesen. Aber das können wir uns jetzt gleich nochmal im letzten Kapitel meines kleines Previews, meines kleines Gameplays jetzt hier von dem ersten Teil, beziehungsweise von der ersten Folge uns angucken, nämlich einstelles Spiel. Und können wir uns mal angucken, wie die ganzen Animationen von dem Spiel sind, weil was eigentlich ja sowieso schon vom letzten Teil an sehr schön gemacht ist. Welcome in, everybody. Glad you're with us. MLB The Show has interleague action for you this afternoon. It's the Houston Astros going up against the Atlanta Braves. First pitch coming your way next. This is beyond you. You deserve more. I promise you will not play. All right, first pitch coming up. Gut, ja. Naja, war ja eine trockene, aber trotzdem sehr hübsche Animation gewesen. So, Max Fried haben wir hier. Mit dem sind wir, glaube ich, jetzt unterwegs und sind am Werfen dran. Nee, wie sind die denn, die schlagen? Oh, jetzt ist natürlich sehr interessant. Ja, gut, Junge. Wir haben lange geübt. Mach dich bereit. Zeig, was du gelernt hast. Okay. Ah, da. Ja, da oben links. Oh, habe ich ihn nicht getroffen? Oh, das hat sich angehört. Oh, der war aber ganz knapp gewesen. Ah. Goodness, I think he just took the best pitch he's going to see in this at bat. You don't get many like that in that location. Ja, der hat nur Glück. Das ist alles Taktik. Jetzt kommt nämlich der Schlag. Er hat sicher führt. Oh. Down on strikes and he knew it. Well, I think that's a case of overthinking right there. Ja, gut. Fastballs looking in the 0-2 count. Just a poor at bat. Now Michael Brantley steps in. So, Brantley, komm, das schaffen wir. Oh ja! Oh! And a foul ball. Nice warm day here, good baseball weather. Does that change anything, Chris, especially for the hitters? Absolutely. You feel so much more comfortable at the plate. You're not worried about, you know, getting jammed on fastballs inside part of the plate. You can kind of be more selective instead of just looking out away. So oh, ich sehe hier ein bisschen schwarz. Komm, Brantley, das schaffen wir jetzt. The pitch. Zuerst haben wir ja schon getroffen. Got him. That's his second strikeout. Well, anytime you can. Ey, ich hab's euch gesagt, war schlagen ist echt nicht mein Ding. Gut, der nächste bitte. Oh, perfect swing. Ich habe perfekt getroffen. When you are swinging, timing and peer. Okay, alles klar. Lauf, 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 lauf. Home run, home run, home run. Yes, ach ja, oh. Na gut, so wie du aussiehst, ein bisschen unförmig. Viel Rennen ist da nicht, aber richtig gut. Yes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, dafür habt ihr mich geholt. Den Bregman. Ah, guckst du dumm auf der Wäsche, wa? Ha, ja, Bregman, gut gemacht. Dankeschön, Leute, Dankeschön. Ha, habt ihr gesehen? Ha, ist das eine Kamera? Ja, ist eine Kamera, Bregman. Okay. Hard fastball, you can't overswing. All you've got to do is get the bat head to the spot. If you do, he supplies the power, and you'll get to jog around the bases like he did right there. Jordan Alvarez takes a strike there. Okay. Puh, Alvarez, los. Verdammte Scheiße. Ah, kein Problem, Alvarez, das schaffen wir noch. Bleib ruhig, konzentriert. Zu früh, okay. Ah, verdammt. So, jetzt wurde getauscht, jetzt werfen wir.
Oh, jetzt kommt ein Wurf, ey. Der hat sich. Eddie Rosario swings through one there. Ah, pass mal auf, pass mal auf. Der wird was. Oh! The fastball at the bottom of the zone can be very effective. Just got to keep it on the corners. Und raus! Ja, Verlander. Geh mal auf deine Veranda. Achso, nee, wir sind. Achso, ah, wir sind Verlander, Entschuldigung. Oh, war gar nicht schlecht gewesen, war schön variiert. Es ist aber wirklich nicht einfach, wa? Ich nehme jetzt hier so richtig schön so ein Change-Up. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, der geht nach unten. Und in der unteren Ecke. Boah. Letzte Ecke noch nehmen. Ah. Es war ein Foul, darf aber trotzdem. Nochmal. Righty delivers. Ha! Raus! Okay, man merkt aber, nicht nur ich bin vermeintlich schlecht im Werfen, sondern auch generell ist es wahrscheinlich eher schwerer, den Ball zu treffen mit dem Schläger. Da soll ich werfen? Okay. Meine Dringe? Ja! Hui! Und. Ah, ah, weggerutscht, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, ich bin weggerutscht. Ja, ah, die Sonne, Mensch. Ah. Kannst ruhig laufen. Ha! Ah, den. Warum hast du dich geschlagen? Hä? Ja, tu mal nicht so. Oh. Ah, raus! Love how vocal the umpire is today. No doubt. In the hitter's mind, catcher's mind, and even the pitcher. Eieieiei, wir müssen aufpassen. Ja. Raus! Ja, das ist eigentlich schon das ganze Spielchen. So, Timeout. Need more time? Fragezeichen. Nee, Timeout brauche ich jetzt gerade nicht. Oh Gott, das war sehr früh gewesen. Ja, du Early, das war mir schon fast klar gewesen. Oh, das war zu spät, wa? Das war bestimmt zu spät. Das ist aber auch ein schmaler Grat. Mal gucken, war er zu spät gewesen? Too early? Well, he just went right after him there. No messing around with the off-speed stuff. Here's my fastball. Oh, der war echt zu early, ja. Three fastballs. See you later. Definitely build your confidence out on the mound. Kyle Tucker comes up empty with a swing there. Batting here with. Jetzt bin ich mal gespannt, war das auch so früh gewesen? Der war gut gewesen. Oh, muss ich aber wirklich. Oh ja! Ja. Advance and return all, runners. Ah, ja. Nein. Nein. Ah, schade. Er wäre mal weitergelaufen. Ich dachte, ich kann hier wenigstens Y angeben. Aber der war gut gewesen. Schön getroffen. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier. Das habe ich nicht darauf geachtet, dass der eigentlich wirft. Deswegen, ah, ich war ein Idiot. Tucker leads off first with one away. Runner!
Runner breaks early for second and a step off. Here's the tag and he's out. Yeah. Really nice job right there, especially on the mount. Sometimes when that runner breaks, everybody. Das war sehr schlau von mir gewesen, aber egal. Gut, wir haben noch zwei Schläger offen. Home one. Ja, da brauchst du nicht hinterher rennen. Mein Junge. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ich hab getrainiert, wa? Dann war ich zwar bei McDonald's gewesen, aber ich hab trainiert. Lightning fast hands to be able to hit that velocity fastball on the inside part of the plate. In my experience, when you're looking out over the plate, allowing the ball to travel, it's pure reaction to hit a pitch in that location. Also Junge, der Ball war sehr langsam gewesen, aber ist in Ordnung. Warte, ich war bereit. Komm, das schaffst du. Komm, konzentrier dich. Ja. Oh, aber gut getroffen, immerhin. Oh, nee. Jetzt sieht man es endlich mal, dadurch ist man draußen. Soweit wir schlagen, der Ball ist in der Luft und wird dann in der Luft aufgefangen, sind wir draußen. Aber, vor der guten Laune, das war's erst einmal gewesen von MLB. Z-Show 22, wie gesagt, auf der Xbox frisch erhältlich auf dem Game Pass. Das heißt, er ist jetzt kostenlos erhältlich für alle, die den Game Pass haben. Falls ihr Baseball mögt oder generell Sportarten, guckt euch das gerne mal an. Es kostet ja nichts und gerade auch, wenn ihr den Game Pass besitzt. Ich muss sagen, da ich ja sowieso jetzt nicht so viele Sportspiele spiele, ich spiele ja nicht mal FIFA in meinen Let's Plays, wird es jetzt keine Sache sein, die mir allzu sehr gefällt. Wenn ihr aber trotzdem irgendwelche Fragen habt und ihr sollt mir irgendwas angucken, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich irgendwelche Tipps habt oder ihr sagt, ey, probier mal das aus, weil dadurch wirst du besser, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare und ich versuche mein Bestes, das im nächsten Video besser zu machen. In diesem Sinne, ja, würde ich mal sagen, Freunde guten Laune, bleibt gesund, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. To be kidding me right here. Is he gonna put him on? So the leadoff guy being intentionally walked to get to the slugger.